Gute Idee. Ja, gute Idee. Ja. Mach ich auch. Nee, Quatsch. Ach. Dieses Geräusch. Nichts geht mehr. Alles auf. Sei doch mal leise jetzt. Harald hat alles auf ungerade gesetzt. Ja, alles auf ungerade. Ich bin. Was heißt das? Das war mal ein echter Tausender aus der ersten Kollektion. Und ist jetzt ein Schlüsselanhänger? Jetzt ist ein Schlüsselanhänger. Den gibt es als Trost, wenn eine Pleite ist? Nein. Wie fünf? Fünf. Nein. Rodin per Monk Plan. Oh. Du hast auf Saal gesetzt? Ja. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt das wievielfache von fünf? Also 35-fache. Das 35-fache von 1, 2, 3, 4, 5? 500. 500. Das heißt 35 mal 500. Ist doch einfach. Ja. Meine Zahl ist doch wahnsinnig riskant. Ich habe das noch nie gespielt. War einfach nur ein Gefühl. Das ist dieses Glück. Eigentlich müsstest du ja mit meinem Geld spielen und ich müsste nur so rauchen und trinken. Daneben sagen, setz mal so ein Schatz. Ja, okay. Und die Frauen dürfen dann immer spielen. Mäuschen, setz mal. Oh, Mäuschen. So, das ist mein Gewinn. Ich lasse ihn stehen. Habt ihr alle gewonnen? Ja, klar. Du nicht? Fabelhaft. Ich lasse meinen Gewinn stehen. Ja, supi. Du musst aber jetzt für die Angestellten was geben. Ja. Kann man das nicht ganz zum Schluss machen? Nein, nee. Man macht es in unserer Welt immer zwischendurch. Ich dachte, man macht es nochmal. Herzlichen Dank. Danke das für die Angestellten. Kommt normalerweise da unten in kann man es nicht auch dem Croupier direkt geben? Hier sitzt das auch geben Sie dem Croupier, der da unten sitzt, wenn Sie wollen, direkt. So also zuschmeißen oder rein? Der versenkt das. Also ich habe es schon mal gesehen in, glaube ich, Travemünde. Dass es so zugeworfen wurde, ja? Ja, ist auch korrekt. Wie lange machen Sie schon, Croupier? Seit 1973, in der zweiten Generation. Oh. Und ist das ein Beruf, den man lernen muss oder kommt man dadurch? Man muss den erlernen und zwar folgendermaßen, wir bilden unser Personal selber aus. Das ist an sich spielbankeinheitlich. Die meisten Spielbanken in Deutschland bilden ihr Personal selber aus. Sie beginnen als Kopfcroupier, das ist da unten am Tischende. Und dann bauen sie 3 bis 4 Lehrgänge, bis sie hier an dem Tisch alles beherrschen. Und werden dann noch in den anderen angebotenen Spielen bei uns, Blackjack, Punto, Banco, Baccarat etc. ausgebildet. Das dauert summa summarum alles in allem etwa 7 Jahre. Um Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn. Das ist kein anerkannter Lehrberuf, noch nicht. Gut, aber es ist ein toller Beruf. Mich fasziniert es auch, wie beiläufig ist dieser Überblick, den man haben muss und so. Und können wir jetzt mal wieder eine Runde spielen? Ja, bitte, bitte das Spiel zu machen. Dürfen Sie auch zocken? Also außerhalb? Wir dürfen außerhalb der eigenen Spielbank dürfen wir selbstverständlich auch spielen. Die Direktion sieht es zwar nicht ganz so gern, aber ist Ihr Metzger Vegetarier? Ja. Tausend. So. Nee, das ist egal. Ich setze immer nur auf Ungrad oder Rot. Zahlen ist mir zu riskant. Aber ziemlich langweilig, ne? Mhm. Ja, aber man gewinnt einfach. Wie ist das hier mit der Null? Die Zero ist genauso eine Zahl wie die anderen auch, nur durch die, wird auch genauso bezahlt. Nur durch die Zero errechnet sich der Bankvorteil von 2,85%. Eben. So. Lässt du deinen Gewinn, jetzt setzt du alles nochmal auf. Hier unten hast du eigentlich die größten Chancen, Susanna. 33, 32, das sind Zahlen, die praktisch permanent. Könntest du das mal bitte für mich setzen? Willst du es sagen? Wirklich? Ja, mach mal. Aber, wo denn? Wo denn? Jeweils auf die oder, nee, wie geht das, wenn man das hier hin, wenn man das dahin setzt, dann hat man noch die ganze Reihe irgendwie die gesetzt, die 6 Zahlen oder? Hier, das können Sie machen. Ja, genau. Soll ich das hier drauf setzen? Ja, bitte. Der längs- und Querlinie, so, jetzt hab ich 6 Zahlen. Ja? Ja. So. Setz das mal alles und das da hier? Drauf, alles da drauf. So. Wie ist der Fachbegriff für den Schieber? Das ist Rateau, übersetzt der Rechen. Ah ja. Ja. Rateau. Le Rateau, s'il vous plaît. Wird Französisch gesprochen in der Spielbank? Das passiert auch schon mal. Oh. Zu langsam. Was denn? Nee, die ist nicht richtig weggekommen. Das passiert jedem. Irgendwann mal. Aha. Dann heißt es Q0, wenn man merkt, die Kugel schafft keine 7 Umdrehungen, dann wird die wieder ins Fach reingelegt, wo sie vorher drin war. Ja. Und die, dann kann man noch mal setzen. Oh. Also. Dann machen wir einen neuen Anlauf. Man muss aber nicht. Nö. Und wenn das immer wieder passiert und immer wieder. Ja, dann muss der Croupier eine Nachschulung bekommen. Ich sage jetzt dazu, wir arbeiten normalerweise auf der anderen Seite. Aha, das machen Sie hier nur freundlicherweise für die Kamera auf der Seite. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich wieder gewinne. Ach,
28, oh, Schwarzpeppers, Tranche de Salle Sample. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. 28? 28. Wer gewinnt denn da? Helmut? Ich hab, ja, ich hab bei dir gesetzt. Ach, doch, stimmt. Ist das alles? Bist das alles du? Nee, ich bin nur. Na, ich habe auch schwarz gesetzt. Ich bin grün. Die haben mich nachgemacht. Ich habe abgesichert. Warst du noch nie in der Spielbank, Harald? Doch. Wieso? Ja, weil du so fragst die ganze Zeit. Oder? Was? Was war die Frage? Ich weiß nicht, was hier das bedeutet, wenn man da drauf setzt, ob das das hier ist oder das da. Das sind die sechs komplett. Ja. Wenn die, aber da, da sind die. Wie, das nee, da sind die drei. Das Wievielfache gibt es hier, wenn man hier drauf setzt? Wenn man auf den Schnittpunkt, ja, der Längs, auf diese Längslinie draufsetzt, spielt sie drei Zahlen, gibt es Illfache des Einsatzes. Ja. So, auf dem Schnittpunkt der Längs- und Querlinie spielt es für diese sechs Zahlen, gibt es Fünffache des Einsatzes. Wenn wir es da platzieren, heißt es Carré, spielt für diese vier Zahlen, ja, zahlt die Bank das Achtfache des Einsatzes. Zwei Zahlen spielt es so zwischen den beiden Zahlen auf der Linie, zahlt die Bank ihnen das 17-fache und ganz auf der Zahl zahlen wir ihnen das 35-fache des Einsatzes. Oh. Gibt es eigentlich gerne mal Diskussionen dann, wo es gerade gelegen hat? Nee, beim Fall der Kugel ist meistens schon klar. Wir, wenn die Kugel läuft, überfliegen wir das Tableau, so nennt man diesen, nennt man den Tisch jetzt, den Spieltisch, überfliegen wir das Tableau nochmal nach Sätzen, die, wenn der jetzt ungefähr so steht und man kann das nicht so ganz erkennen, dann wird das noch schnell klargestellt, was soll das jetzt spielen, drei oder sechs Zahlen? Ja, Transversal Sample oder Transversal Plin. Und deswegen machen wir das auch alles in Deutsch, nicht wie bei James Bond, Fête Vougeux, Rien ne va plus. Das ist ganz normal, bitte das Spiel zu machen. Ist im Spielbankengesetz so festgelegt. Ach so. Ist ja auch besser. Ja, es muss ja jeder nachvollziehen können, was geht da vor sich. So. Oh ja, kannst du mir mein Gehirn mal reichen? Danke. Ja, da haben sie... Ist dein Geld, ist dein Geld auch alles weg? Ja. Bitte das Spiel zu machen. Ja. Willst du das Spiel? Ja. Boah, kommt zweimal. Aber irgendwie, dadurch, dass man nicht um richtiges Geld spielt, ist natürlich kein Reiz drin, oder? Ja. Das wäre absolut unmöglich gewesen, dass wir hier um richtiges Geld spielen. Ja, das ist absolut unmöglich. Völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Da gibt es ja auch nicht eine Sondergenehmigung vom Bundesspielbank. Nein, auf Nürburgring. Nein. Was meinen Sie, wie gern wir auf dem Nürburgring beim großen Preis da irgendwo eine Dependenz eröffnen würden? Ist nicht. Ja. Ja. War dir schlecht oder was ist das? So. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Spielertyp, ne? Also mich langweilen Spiele. Im Grunde. Ehrlich? Das jetzt hier natürlich nicht, aber, nee, nicht so, aber so Kartenspielen oder Monopoly ist nichts für mich. Ihr lieber Spieler. Fällt doch nicht groß auf. Nee. Wie? Was fällt nicht groß auf? Sie verstecken das gut. Ja, ja, nee, nee. Ich bemühe mich da um so eine Kälte, die aber natürlich aufgesetzt ist. Ah, was 22, ist das? Schwarz Perpas, Cheval Carré. Ist es eigentlich erlaubt, dass man so Südkurvengesten am Tisch kommt? Ja! Ist halt dieses. Ja! Sollte da nicht mehr ein bisschen so Eleganz herrschen oder so? Ja. Ja! Es setzt sich eben immer mehr durch und man muss mit der Zeit gehen. Ja, Sie müssen sich auch an den Massengeschmack irgendwie anpassen, oder? Ja. Ist das, finde ich, Sie nicht auch oft grässlich, wenn Sie Menschen da im Anorak stehen sehen und so notdürftig stranguliert mit einer Krawatte oder so? Nee, da beugen wir schon vor. Also da haben wir schon Mechanismen eingebaut, wenn wir erkennen, dass da irgendwo eine Spielsucht entsteht. Da werden bei uns also auch momentan läuft ein Seminar über solche Sachen bei uns, wo also auch darauf hingearbeitet wird. Wenn wir das feststellen, schließen wir den Betreffen vom Glücksspiel aus. Wir sind ja vom Gesetzgeber gezwungen, uns von jedem Ausweis zeigen zu lassen, das auch zu registrieren. Und solche Personen werden dann beim nächsten Mal höflich aufgefordert, doch. Aha. Gibt es einen Höchsteinsatz bei Ihnen? Ja, wir haben Mindestsätze und Höchstsätze. Wie ist der Mindestsatz? Der Mindestsatz ist, wir haben Tische mit 5, 10 und 20 Mark Mindesteinsatz. Ja. Am 5er Tisch ist der Mindesteinsatz auf alle Chancen 5 Mark. Ja. Und am 20er Tisch der Höchsteinsatz pro Person auf den einfachen Chancen 16.000 Mark. Oh. 16.000 Mark. Ja, 16.000 Mark. Haben Sie da auch einen Süchtigen nennen? Ja. Ich meine, den müssen Sie doch eigentlich erkennen, wenn so ein Irrer reinkommt, der schon nichts mehr hat. Ja, wenn er nichts mehr hat, kann er nicht mehr spielen. Ja, aber kann sich das irgendwann noch was verpfändet haben oder beim Pfandleiher das Haus draufgesetzt oder so? Ach, man merkt das schon, man bekommt da auch schon ein Gefühl für im Laufe der Jahre, dass also, ob einer locker vom Hocker spielt, wie man im Rheinland sagt, oder ob der
blankes Blut hat. Bei mir ist jetzt durch einen Betrug der Spielbank alles weg. Kann ich jetzt noch mal was haben oder ist Feierabend? Sie können gerne noch was haben. Heute geht es um nichts, heute sind wir groß. Ja, das hat mir immer gefallen. So, wenn man heute gibt es ungezählt. Zur Kasse gegangen ist und noch mal Jetons getauscht hat. Ne? Nee, das brauchen Sie auch nicht. Wir haben an jedem Spieltisch tauschen wir in D-Mark in beliebiger Höhe in Jetons um. Dafür sind extra diese Schlitze, da verschwindet dann das Papiergeld normalerweise. Und ich sage es noch mal für viele Multimillionäre und Ölscheichs, die jetzt sagen, wieso geht das im Fernsehstudio? Wir spielen nicht um Geld. Wir spielen nicht um Geld. Herr Hans-Joachim Reisner, Croupier aus dem Casino in Bad Neuenahr, hat das mehrfach gesagt. Es ist nur in den staatlich geprüften TÜV-Hallen im Casino erlaubt, mit echtem Geld großes Vermögen zu gewinnen. Wird denn auch schon mal verloren, Herr Reisner? Es wird auch schon mal verloren. Das hält sich die Waage. Ja. Tut einem dann so ein Mensch leid, oder? Ja, der tut einem ja leid, zumal wir leben ja zu 100% von den Trinkgeldzuwendungen der Gäste. Das ist, danke für die Angestellten. Hier ich habe meinen Gewinn von eben schon weggenommen. Ja, was hast du denn da für ein Buch? Dostojewski, der Spieler. Ach so, kennen Sie das? Mit welcher Energie betrachte ich den Spieltisch, auf dem die Louis-Dor, Friedrichs-Dor und Thaler umherliegen? Das will doch jetzt keiner hören. Die Geldrollen, die der Rechen des Croupiers in feuerglühende Aufenthalt oder in meterlange Silberketten, die um das Rad herumliegen, wenn ich mich dem Spielsaal nähere und schon durch zwei Zimmer weit das Klirren des rollenden Geldes verfalle ich beinahe in Krämpfe. Hör doch auf damit, das ist alles. Das war Baden-Baden. Das war Baden-Baden. Roulettenburg steht doch da drin. Das ist Baden-Baden, ne? Roulettenburg. So heißt es. Dostojewski hat sehr Dankeschön. Viel Geld verspielt. Ja. Ja, er war süchtig, aber das gibt's heute nicht mehr. Nee. Gibt's da auch Weiber? Bitte? Gibt's da Weiber im Wo? Casino? Frauen? Also ja. Frauen, sagen wir, die versuchen, reiche Männer da kennenzulernen? So was. Beobachten Sie sowas? Da habe ich kein Auge für. Ich habe mich auf den Spieltisch zu konzentrieren. Ja eben, da müssen Sie es doch sehen. Sie sind aber ganz schön diskret, aber davon leben Sie wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, wir müssen die Diskretion wahren. Wir tolerieren auch keine Fotoapparate, Videoaufzeichnungen etc. Ja. Wenn wir das feststellen, holen wir in den Film raus. Aha, zu Recht. Ja. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe jetzt alles auf Rot gesetzt. Hier, neue Runde. Chance 1:1. 1:1, ja. 32. Was ist denn? Bist du das, Susanne? Ja. Das bringt ja überhaupt nichts. Hast du nicht hier was vergessen? Nein, das sind doch jeweils 6. Ja, eine hat sie ausgelassen. Sie kann noch gewinnen. Man darf nur nicht alles spielen. Wenn man alles spielt, hat man kein Risiko mehr, kann man nicht gewinnen. Das ist ja kein Glücksspiel mehr. 17. Was ist das für eine Farbe? Schwarz. 17 schon. Schwarz, Ampermont. Das hatte ich doch eben. Carré Transversale Sample. Was? Ich habe auch schon wieder verloren. Carré ist dieses Grüne. Aber mich auslachen, hä? Hast du gewonnen? Ja, klar. Das wie vielfache ist das? Weiß ich nicht. Das Fünffache. Das Fünffache. Immerhin. Ist die Stimmung immer so pulsierend am Tisch wie hier? Oder geht es teilweise ein bisschen lethargisch dazu? Teilweise noch pulsierender, wenn es ums richtige Geld geht, ist der Ja, eben, aber das dürfen wir natürlich hier nicht. Nee. Wir hatten Ihnen das ja angeboten, aber das erwartet man natürlich auch von einem Croupier, vor allem in Bad Neuenahr, unbestechlich. Ich riskiere 260 Arbeitsplätze, das geht nicht. So viel sind nötig, um... Ja, wir haben bei Bad Neuenahr und Bad Dürkheim zusammen, haben wir mit Verwaltung etc. Wir haben etwa 120 Spieltechniker, so nennt man die Croupiers, und alles in allem Festangestellte. Und alles in allem haben wir ca. 260 Personen. Ja. Das ist natürlich was man in der Spielbank nicht machen sollte, mit den Jetons rumwerfen. Das sieht schön aus, wenn der Croupier das macht. Das bedarf aber einer gewissen Übung. Ne? Ja, machen Sie es doch mal bitte einmal für uns. Zero-Spiel bitte. Das Zero-Spiel. Können Sie mal einmal für uns werfen? Bin ja dabei. Achtung, Zero-Spiel. Hey, mit aufhalten. Das Zero-Spiel ist der ganze Sektor von der 12 auf der einen Seite bis zur 15 auf der anderen Seite von der Zero. Den haben wir so jetzt komplett abgedeckt. Aha. Das wäre geil, wenn alle so ein Ding hätten, ne? Was? Ja. So ein Ratto. Ja, das wird im aber Peak zu... Im Peak war das aber so, aber das hat dann danach wieder nachgelassen. Das hat so geklirrt beim Setzen. Jetzt gewinne ich, glaube ich, massiv. Sind das jetzt hier meine? Achso, das sind meine. Nee, das sind seine. Und hierfür? Ich habe doch eben auch quasi gewonnen, oder? Alles klar. Ja. Doch? Ja, jetzt. Doch? Wir waren noch beim Smalltalk. Ich habe nur noch 4. Ja, da holst du dir ein neues. Wir spielen ja nicht um Geld. So, da haben wir die Grünen. Und zwei Sample für Sie, bitte sehr. Oh,
Könntest du bitte für mich setzen? Ja, wo? Wo? Einmal Paar. Hier? Ja, darf ich? Paar. Also, machen Sie das bitte. Okay. Das ist natürlich in meinem echten Geld wäre schon besser. Ja. Da weiß ich.